Dion's brother Louis ist wieder da. Das Comeback des Jahrzehnts. Hallo, ich bin Thomas Anders. Ich bin Dieter Bohlen. Und zusammen sind wir Modern Talking. Und ihr seht uns gleich bei Blitz auf Sat.1. Rauchen ein wie eine Bombe. Modern Talking ist wieder da. Nach 11 Jahren Streit stürmen Thomas Anders und Dieter Bohlen jetzt wieder gemeinsam die Hitparaden. Im Moment ist Gildo Horn Kultfigur, doch die beiden könnten ihm durchaus den Rang ablaufen. Peter Giesel und Kathi Bochmann kramen in der fast schon verstaubten Plattensammlung. Im Ballhouse Blue in Oldenburg hat man sich gebührend auf diesen Tag vorbereitet. Raphael macht die Meute heiß. Zur gleichen Zeit in Frankfurt am Main endlich wieder die Originale. Sind Sie wieder zusammen? Modern Talking. Dieter Bohlen, Thomas Anders. Dieter und Thomas tun es wieder in der Öffentlichkeit. Zum ersten Mal seit 11 Jahren steht Deutschlands erfolgreichstes Popduo wieder auf einer Bühne. Nicht nur in Oldenburg, sondern in ganz Deutschland wird es den Menschen warm ums Herz beim Gedanken an die guten alten Zeiten. Was heute Millionen verzückt, begann vor 11 Jahren. Es war die Zeit von Nena, extra breit und UKW, die neue deutsche Welle schwappte hoch. Da kamen zwei Jungs und wagten, was keiner glauben wollte. Weichspülpop der feinsten Sorte, die Texte sangen von Liebe, Liebe und wahlweise auch von Liebe. Die erste Single, der erste Nummer 1 Hit. Der 21-jährige Schönling Thomas Anders sang zu Melodien, die Multitalent Dieter Bohlen, damals 30, ersonnen hatte. Das war, glaube ich, die richtige Zeit dafür. Modern Talking wurde das Phänomen eigentlich der 80er Jahre, was den Sound und das Outfit und das Auftreten, die Videos etc. betraf. Das Strickmuster war einfach, das Marketingkonzept genial. Im Vordergrund strahlten unter einer langen schwarzen Mähne die braunen romantischen Augen von Frontmann Anders. Die musikalischen Fäden wurden im Hintergrund von Bohlen gesponnen. Der blonde Hamburger schrieb, komponierte und produzierte alle Songs und das wie am Fließband. Als erstes müssen wir natürlich in Englisch singen und das zweite ist, glaube ich, dass wir einen ziemlich ausgefallenen Sound gefunden haben, der ja auch also jetzt überall kopiert wird. Doch eben das machte ihm die ewig nörgelnde Kritik zum Vorwurf. Dumpfmusik, Wischiwaschi und Langeweile sind noch vorsichtige Ausdrücke. Die Fabelkarriere schien kein Ende zu nehmen, doch bereits nach 2 Jahren die ersten Gerüchte über Zankereien und Streit. Die beiden wollen das Handtuch werfen. Ich meine, wenn jemand seine goldenen Schallplatten mit einem Gabelstapler abfährt, das ist dann ist vielleicht irgendwann der Punkt gekommen, wo man sich neu orientieren möchte. Aber der wahre Grund für den Streit hing im wahrsten Sinne des Wortes an Thomas Anders Hals, hieß Nora und war seine Ehefrau. Die junge Koblenzerin war eifersüchtig und hatte vor, den Ton in der Band anzugeben. Alles, was ihr Thomas tat, musste sie genehmigen. Und so kam es immer wieder zum gleichen Bild. Im Vordergrund ein strahlender Anders mit Nora-Kette, dahinter der eigentliche Macher, Dieter Bohlen. Das Ende schien nah. Atlantis is Calling war die letzte Erfolgssingle.
Wir haben uns nicht verstanden, wir waren uns einfach überdrüssig. Wir waren eigentlich den ganzen Dingen überdrüssig. Wir wollten eigentlich unsere Ruhe. Und es war aber nicht so, als hätte bei uns der offene Krieg geherrscht. Also ich meine zum Beispiel, dass Thomas mehr privat für Zeit haben wollte für sich und dass ich einfach noch mehr quasi Länder erobern wollte. Damals zum Beispiel war mein Ziel, unbedingt Amerika zu schaffen. Jetzt sind sie wieder da. Das neue Video, ein alter Hit recycelt und ganz im Design der Techno-Generation gehalten. Die beiden nahmen das Werk vor 2 Monaten heimlich auf. Ich bin überhaupt nicht mit der Sache reingegangen, weil ich sagte, ich möchte diesen Erfolg toppen oder ich möchte wieder einen Gabelstapler haben, der mir die Golden reinbringt oder, sondern ich sagte, nein, ich mache es, weil ich mich mit Dieter gut verstehe und weil ich Spaß habe, das zu machen. Nach dem ersten öffentlichen wiedervereinigten Auftritt zufriedene Gesichter. Konzentrieren und einfach denken, ich kann es ja und ich kenne die Kamera und wir müssen jetzt durch. Wir haben ja schon 13 Jahre die Titel geübt, Mensch, langsam müssen die ja sitzen, oder? Und ganz wie wiedererstandene Popstars verabschiedet man sich mit haufenweisen Autogrammen und einem Rolls-Royce.